Und heute soll es weitergehen mit Foundation. Wir werden dort weitermachen, wo wir zuletzt aufgehört haben. Das heißt, wir versuchen ein bisschen Kohle zu scheffeln. Wir versuchen erstmal einen gesunden Cash-Money-Flow aufzubauen. Erstmal zigtausend Benachrichtigungen. Genau. Wir machen eben da weiter. Wir sind gerade bei einem Cashflow von plus 8 Tagesbilanz. Hauptsächlich eben durch Steuern. Wir wollen unseren Handel verbessern. Wir wollen Bretter verkaufen. Wir wollen behauene Steine verkaufen. Und was wir jetzt eigentlich aktuell gestartet haben, waren Verkleidung. Genau, haben wir gerade 56. Das Ding ist, wir können hier erst in Davenport Kleidung verkaufen. Dafür brauchen wir aber 20 Brot. Das produzieren wir gerade noch nicht und wir können es uns hier auch nirgends verkaufen. Das heißt, es war eigentlich absolut hirnrissig, jetzt unsere große Kleidungsproduktion aufzubauen, weil practically, bringt uns das aktuell noch nichts. was wir machen wollten, war eben jetzt hier noch einen Marktstand aufzubauen, damit wir zumindest eben an unsere wir können aber gerade nur ein Lebens... wir haben es dann tatsächlich noch nicht mehr freigeschaltet, damit wir eben an unsere eigene Bevölkerung dann die Kleidung verkaufen können. Dann sammeln wir halt hier gerade schon mal ein bisschen was für unsere Kollegen von dem, wie heißt das nochmal, die Arbeiterschaft. Gut, ich habe hier aber jetzt auch schon alles freigeschaltet. Also, that's fine. Das kann ich dann also übers Herz bringen, dass wir hier hingehen und einen Warenstand. Also wirklich, das hier snappt, das verstehe ich nicht. Also ich meine, was soll das bringen? Dann klitten doch auch die Händler ineinander, oder nicht? Wo bauen wir das Ding hin? Ich bin gerade noch ein bisschen planlos. Ich glaube, wir machen das hier nicht so ordentlich, oder wir machen so einen schönen messy Markt, wo irgendwie überall die so krumm und schief stehen, also so in so einem Winkel zueinander und so. Ich glaube, darauf wird es hinauslaufen. Ich glaube, hier so was Ordentliches hinzuklatschen wäre auch nicht so der Vibe, oder? I don't think so. Also ich glaube, hier käme dann unser Warenstand hin. Ach, das bringt halt... Ah, hier, erst das hier, diese Dekorationssachen bringen, dann... wie hießen hier nochmal diese... Prunk war es, genau. Punkt. Gut, dann kann ich das jetzt hier ja schon mal ganz entspannt bauen, ohne mir da groß Gedanken darüber zu machen. So, es sind Mandate verfügbar. Wir haben ja zigtausend verschiedene Sachen. So, wir wollen davor gerade aber noch nichts machen. Wir wollen erstmal Cash Money machen, bevor wir anfangen, uns um Prunk und sowas zu kümmern und dann halt hier die ganzen Sachen freizuschalten. Eins nach dem anderen. So, wir haben... Gut, das werden wir früher oder später machen. Das werden wir auch früher oder später machen. Da können wir mal reingucken. Haben wir noch nichts freigeschaltet, oder? Haben wir? Nee, haben wir noch nicht. Das vertragliche Lohn ist, glaube ich, smart. Also, das sollte man dann machen. Zielelemente definitiv. Aber ich warte gerade mal, bis wir noch ein bisschen mehr Geld auf Reserve haben, bevor ich irgendwas tue. Die Kirche haben wir errichtet, aber nicht mit einem steinernen Glockenturm. Das will ich auch machen, aber es ist... Es hat ja gerade gefühlt alles nicht so wirklich High-Prio. Prio wäre halt eben für mich, dass wir irgendwie durch Handel Geld machen. Das wäre jetzt das, was ich vorhabe.
Und wie gesagt, wir verkaufen Bretter, wir verkaufen behauene Steine, wir kaufen Beeren, weil Ernährung ist schon wichtig, dass wir das sicherstellen. Werkzeuge kaufen wir auch, weil Werkzeuge brauchen wir immer. Und bis wir die selber produzieren, kostet ein bisschen dauern. Ich meine, wir haben hier at least direkt um die Ecke schon mal Eisen gefunden. Haben wir hier? Nee, haben wir nicht geguckt. Sudele, ja, Wein brauchen wir noch, Kräuter. Da können wir uns tatsächlich dann demnächst drum kümmern. Ich glaube, das hatte ich aber auch schon mal angekündigt, dass wir hingehen und dann unser Kloster bauen, um dort eben Kräuter anzupflanzen und dann eben Kräuter zu verkaufen und damit dann halt auch Geld zu verdienen durch unser Kloster. Das wäre definitiv eine Möglichkeit. Ich glaube, ich wollte unser Kloster hier hinbauen, wenn ich mich recht entsinne. Ja, ich glaube, hier hin irgendwie. In diese Pseudo-Ebene. Hier wollte ich dann Häuser hinbauen und hier wollte ich ein Militärfort hinbauen. Das war, glaube ich, der Plan. Jetzt erinnere ich mich wieder. Ich hatte gerade kurz im Kopf, ich wollte hier das Kloster hinbauen, aber das ist mir eingefallen. Ich wollte es hier hinbauen und das Problem war auf jeden Fall, dass dieses Gebiet erstmal ziemlich klein ist für den Preis und dass ich wahrscheinlich das hier auch noch brauche, dieses Gebiet, weil ich diesen Part hier schon sehr gerne mitnutzen wollen würde für mein Kloster. Da brauche ich halt ein bisschen Platz. Wollen wir hingehen und dann darauf erstmal sparen? Also dann versuchen wir erstmal Geld zu machen, um das freizuschalten, um dann ein Kloster zu bauen, ne, für Kräuter zu verkaufen. So, was will er? Das sieht gerade schlecht aus. Wir haben das Geld momentan, Geld sage ich schon, die Wolle haben wir momentan noch nicht. Vor allem nicht in einem Lager. 15 Tage sind wahrscheinlich zu eng. Ich hoffe, das kriegen wir demnächst auf der Reihe, aber momentan kann es sein, dass wir aktuell, ja, wir sammeln das aber auch gerade in keinem Lager. Das heißt, das müssen wir nochmal eben ändern. Es ist voll schwierig, jetzt wieder reinzukommen, weil ich erst letzte Woche habe ich hier gespielt. In diesem Lager. In diesem Stand. In dem Spielstand. So, wir haben hier unser Wohngebiet. Wir haben hier unser Wohngebiet. Wir haben Attraktivität. Hier ist. Ich könnte hier halt einfach dann nochmal ein Lagerhaus hinbauen. Das Ding ist. Ich hatte gedacht, hier kommen vielleicht noch das eine und andere hin, aber ich könnte halt auch einfach weitermachen hier an dieser Straße, an diesem Weg weiter zu bauen. So, hier, dann können die ja auch einfach da lang gehen, statt hier quer rüber zu gehen. Ah, fängt jetzt fein. Also es wird halt hier ne, so ein bisschen dann auch so ein einheitliches Bild hoffentlich in der Straße gehen und jetzt nicht irgendwie dann zu komisch aussehen. So, wir haben unseren Marktplatz hier gebaut. Das heißt, hier kann ich jetzt mal den Dude zuweisen für den Verkauf von Kleidung. Ansonsten, genau, behauene Steine sollte jetzt endlich mal florieren, das Geschäft. So, hier haben wir jetzt zwei neue, die können wir auf jeden Fall dann auch für die Lager. Zwei, vier. Ich habe gerade irgendwie nur zwei gesehen. Genau. Ist es schon. Nee, warte, wieso ist denn hier ein Lagerhaus ohne. Oh, hier haben wir auch ein neues Lagerhaus schon gebaut gehabt. Okay. Das hatte ich zum Beispiel dann vergessen, weil es jetzt zu lange her war. Wir haben hier mal drei Träger. Machen wir jetzt überall drei, oder? Nur um mal konsistent zu bleiben. So, was brauchen wir denn alles? Wir haben hier. Hier produzieren wir die Tücher. Also, wo sind wir denn hier voll zum Beispiel? Ich kann es nicht lesen. Ich kann es nicht lesen, wie viel. Wahrscheinlich sind es die 62, die wir hier haben. Ja, aber das wäre halt eben die Frage, wo, bei welchen
Einheiten wir irgendwo schon voll sind. Wir sind eigentlich gefühlt nirgendwo richtig voll. Ja, das war ein bisschen dumm, dass ich dann jetzt hier noch das Wald... Ja, wobei, was heißt dumm? Wir werden das eh nochmal brauchen. Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Also wir sammeln hier eben schon die Kleidung und Stoff. Dann würde ich sagen, sammeln wir hier nochmal Wolle. Sagen wir nochmal Stoff. Kleidung, oder? Bei Kleidung, weil wir am Ende vor allem produzieren. Ne? Das ist ja eigentlich das Endziel. Dann würde ich sagen Holz und Bretter, weil wir hier eigentlich bei der Holz- und Bretterproduktion unterwegs sind. Macht natürlich auch voll Sinn. Und dann können wir hier eher so mit den Steinen nochmal schauen. Ich glaube, das ergibt durchaus Sinn. Hier bauen sie gerade Häuser. Ja, ich glaube, es ist ein Upgrade. Cool, cool, cool. Wir machen tatsächlich ein bisschen Money gerade. Wie gesagt, wir wollen so ein bisschen sparen. Wir können hier mal schneller... das ist problematisch. Wir kaufen ja auch Beeren. Aktuell. Hier sind die Händler-Dudes unterwegs. So, wir wollen hier Steine und behauene Steine einfach nochmal sammeln. Genauso wie Wolle, um es zu verkaufen. Und dann brauchen wir eigentlich gerade viel nichts mehr, oder? Wollen wir hier nochmal Bretter sammeln, weil das Gefühl gerade unser Hauptexportding ist. Not sure. Ist auch irgendwie ein bisschen unnötig, I guess. Wir warten da, glaube ich, einfach erstmal. Ja, es sieht ein bisschen schief aus hier, ne? Aber vielleicht kriegen wir dann nochmal mit Zierelementen ein bisschen was gecarried. Okay, Handeln machen wir gerade plus 1. Das ist, alright, ja, wir haben nicht mal Werkzeuge gekauft. Jetzt haben wir halt nur Beeren quasi gekauft. Aber ja, ich glaube, die behauenen Steine, das werden halt nochmal mehr. Wir müssen da ein bisschen uns gedulden, bis da richtig was angelaufen ist und Bretter. Ich glaube, da schlägt dann das Limit auch irgendwo zu. Alright. Aber wir machen Geld insgesamt. Das ist schon mal erfreulich. So, wir haben hier auch gefühlt dann alles schon mal so ein bisschen von den Territorien bebaut. Und das ist halt so ein bisschen Zeit, weil das ist nicht so viel Platz, was wir dadurch ein weiteres Stück Territorium erreichen. So, perfekt, 3. Wir kommen direkt hier hin. Auch da, ich weiß nicht, es fühlt sich ein bisschen viel an, ne? Also, viele. Viele Träger jeweils. Ich schaue hier gerade, wir haben sehr viel Wolle, aber die Stoffproduktion ist noch ein bisschen slow. Weiß nicht so ganz, woran das liegt. Braucht man da 2 Webereien, damit das effizienter ist? Oder mache ich dann damit... Also, kriege ich das dann einfach nur um? Dass wir dann kaum Wolle mehr haben. Und ganz viel Stoff. Ich weiß es halt nicht. Juli, aber wir sind auf dem Weg zu den 250, die wir halt haben wollen. Das sieht schon mal gut aus. Aber Steuerung ist halt auch schon ordentlich. Not gonna lie. Wollen wir machen, aber wollen wir ein bisschen warten mit. So, wir verkaufen natürlich noch keine Kleidung, weil wir noch keinen haben aufsteigen lassen. Frage ist halt auch, wann ich das mache. Die wollen ja... Ah, hier. Waren, Nahrung und Komfort. Und gerade Nahrung ist das gar voll das Problem, weil ich glaube, die wollen dann ja auch irgendwie 2 Nahrungsquellen haben oder so. Wir haben halt momentan nur eine. Hoppala. Also, das ist so das Ding, Ben. Ne? Weil wir haben ja das Fischding damals geholt. Ja, damals so vor einer Woche. aber wir haben auch das Ding noch nicht freigeschaltet. Fische können wir auch nicht verkaufen, oder? Weil sonst wäre das natürlich dann das Naheliegendste.
Nee, können wir halt auch erst zusammen mit der Kleidung dann an Davenport verkaufen, bis wir erstmal Brot haben. You see the problem there. So, er verkauft uns die Viren. Und haut wieder ab. Hat er jetzt keine Bretter gekauft oder so? Was ist denn hier los? Oder habe ich das jetzt verpasst? Hat er hier? Wahrscheinlich hat er hier Bretter geholt, oder? Probably. Ich habe das Gefühl, Wohnfläche wird ein bisschen länger. Ja, okay, hier haben wir noch was, aber ich glaube, die Attraktivität hier war auch nicht die höchste. Ja gut. Ist halt so bald null wahrscheinlich. Ist schon recht dicht. Echt dicht ist es. Aber Max, ich feiere so diese Szenerie, die wir so ein bisschen aufgebaut haben schon. Und vor allem halt so mit dieser Bucht. Das ist ja cool. Ich glaube, ich habe da was gehört. Ja, tatsächlich nur einer. Okay. Okay. Wir sind bei 50 Wohlstand. Okay, let's go. Das heißt, ich kann hier, glaube ich, dann neue Sachen theoretisch freischalten. So schaut's aus. Wie gesagt, wir wollen aber erstmal auf die 52 warten. Okay. Teil von Production. Gebäudeteil. ja, das hier ist, glaube ich, ganz nice, actually. Die Produktion brauchen wir erstmal Werkzeugherstellung, ja, glaube ich, Prior, aber auch da stehen andere Sachen eben noch davor. Also wir versuchen erstmal durch Kräuter Geld zu machen. Das ist gerade so unser Plan. Frage ist, was hier überhaupt noch hinkommen soll, ne? Ich habe halt auch meine ganzen Pläne schon quasi wieder vergessen. Es ist Gefühl eigentlich nochmal ein Ort für Wohngebiete, oder? Hier, an diesem Hang. Also die werden dann halt auch teilweise ein bisschen halt scuffed aussehen, probably. Aber ja, was soll da sonst groß hin, ne? Also für mich gehören da eigentlich Wohngebiete. Wollen wir das machen? Ja, wir machen erstmal bis hierhin, oder? Und dann schauen wir weiter, ob wir hier vielleicht noch, keine Ahnung, Friedhof neben die Kirche bauen, keine Ahnung, irgendwie sowas. Mal arbeitslosen Dorfbewohner, okay. Ich habe aber gerade eigentlich nichts, wo ich denen irgendwie so wirklich zuweisen will. Könnte ich denn noch irgendwas Sinnvolles gerade bauen? Brunnen, haben wir eigentlich genug Brunnen? Haben wir hier oben einen Brunnen? Hier oben keinen Brunnen, oder? Wo wollen wir denn einen Brunnen hin haben? Hier habe ich das Gefühl, wir können ja halt noch ein Haus bauen. Deswegen will ich da mir die Möglichkeit nicht so wirklich verbauen. Wir könnten hier einen auf die Ecke stellen. Dann haben wir da schon mal einen Brunnen. Ah, wir haben eigentlich gesagt, wir wollten die eigentlich irgendwie so näher ans Wasser haben, theoretisch, ne? Aber I guess das brauchen. Also wir können das nicht durchziehen, so, dass wir die nur irgendwie so am Ufer bauen. Das wird nicht. Also obviously da hinten darüber, das wird nicht immer funktionieren. Wir sind bei Handel immer noch bei plus 1 gut, aber wir haben jetzt das Geld, das kostet halt jetzt 10 Münzen im Monat. Ich weiß nicht, ob wir das durch Kräuter wieder reinbekommen, to be honest. by the way, ich kann jetzt hier auch mal sagen, ich gehe weiter auf den Klerus, because wir bauen ja eh gleich dann das Kloster, you know? Und dann macht es Sinn, jetzt schon mal da Punkte. Das macht voll Sinn. Wieso habe ich damit gewartet? Weil wir wollen ja jetzt gleich das Kloster bauen. Das heißt, ich brauche eine Menge an Einfluss oder Ansehen. Ist es actually. Die Sachen kosten Ansehen. Oder? Nee, was kosten die denn? Einfluss. Du brauchst Ansehen, die kosten Einfluss, oder? So ist es. Brauche ich ja jetzt ganz viel Einfluss, um hier die ganzen Sachen direkt freizuschalten. So nämlich. Das heißt, ja, ich sollte das auf jeden Fall tun. Alright, already world, alright. Und dann versuchen wir einen riesen Klostergarten zu bauen mit ganz viel Kräuterproduktion. Yes, sir. Hier bahnt sich langsam ein Trampelpfad an, der ein bisschen weird ist in meiner Opinion, aber gut. Lagerplatz voll. Ja, dann hier
Oh. Oh. Wieso werden dann so wenig Bretter gekauft gefühlt? Ich finde da ja ein bisschen Übersicht, oder? Also angeblich haben wir gar nichts verkauft. Ich ist bei null. Alles oberhalb der Stückzahl verkaufen. Du wüsstest jetzt nicht, wo dir das Problem liegen sollte. Wüsste ich jetzt nicht. So, wir nehmen hier immer mehr neue Leute an, aber haben jetzt gefühlt keine neue Arbeit. Das ist so das. Oh Gott. Das ist so ein bisschen das Problem. Was brauchen wir denn noch? Also, wir brauchen jetzt. Worauf ich ja quasi warte, ist jetzt tatsächlich der Einfluss, weil ich den vorhin vercheckt hatte. Kleidungsproduktion sieht gut aus, aber ja, wie gesagt, ich glaube, eine Weberei würde noch Sinn ergeben. Das können wir theoretisch nochmal machen, weil Kleidung produzieren wir gerade eine Menge, Wolle auch, aber Stoff ist halt noch ein bisschen rar gesät quasi. Wir könnten hier halt nochmal ein Ding hinpacken. So. Ja, und dann da nochmal weiter produzieren und dann, genau, werden wir uns jetzt ums Kloster kümmern. Ich hoffe, dass das funktioniert. Ich hoffe, das geht auf. Wir machen jetzt halt auch noch ein bisschen mehr Steuern, obviously, because wir haben mehr Einwohner. Und wir müssen den arbeitslosen Einwohnern halt auch noch Arbeit geben. Und das machen wir unter anderem, indem wir jetzt diese neue Weberei hier hin klatschen. Einerseits dies, andererseits, ja, Kloster, let's go. Kloster macht aber keine Steuern, ne? Also, Stand jetzt. Jedenfalls. Nice. Ja, aber wir versuchen eins nach dem anderen quasi zu machen. Eins nach dem anderen. Erst einmal sollten wir jetzt in der Lage sein. Oh, es wurden, glaube ich, gerade behauene Steine verkauft. Whee! Cool, cool, cool. Sollten wir jetzt in der Lage sein, das Territorium zu bauen. Zu kaufen. Let's go. Und dann bauen wir hier unser Kloster. Und wir werden das nach hinten noch ein kleines Stückchen erweitern. Aber wir werden es jetzt erstmal hier bauen. Und dann gucken wir weiter. Also, hier. Was werden wir denn? Haben wir doch, glaube ich, schon mal gesagt, oder was wir für Nonnen oder für Brüder? Für Nonnen. Okay, gut. So, wir brauchen dann ein Dormitorium für Nonnen, wir brauchen eine Kapelle, wir brauchen ein Skriptorium, wir brauchen vor allem einen Klostergarten. Und wir brauchen ein bisschen Platz. Stimmt, wir brauchen ein bisschen Platz auch einfach, weil wir ja, also später werden dann halt noch weitere Sachen freigeschaltet. Die können wir dann dran bauen und dann, also muss ich das so ein bisschen mitbedenken. Das wird wahrscheinlich dann auch nicht unser einziges Kloster bleiben, weil ich habe hier halt auch einfach nicht genug Platz dafür. Insgesamt werden wahrscheinlich dann nochmal irgendwie ein zweites Kloster bauen müssen sowieso. Damit auch die Brüder den Platz kriegen. Ja, aber ne, dann schaltest du ja fürs Los auch 10.000 weitere Sachen später frei im Laufe des Spiels. Deswegen, ja. Genau, wir wollen große Quartiere für unsere Nonnen. Die packen wir wohin? Das Ding ist es halt auch. Also selbst hier, ich habe mir einen relativ ebenen Ort ausgesucht. So, das war ja der Plan. Aber das ist halt immer noch übel uneben. Also wir bauen hier nicht ganz am Rand, oder? Dann wollen wir hier ja noch ein bisschen weiter rein expandieren später. Das ist jetzt quasi das, einfach der Rand von unserem Kloster. Jetzt, ich habe einen Rasten aus. Das erklärt's. So. Ich fände es nicht schlecht, oder? Also es ist halt jetzt ein bisschen übereinander, aber das ist ja, es sieht gar nicht mal so schlecht aus. Wir hätten jetzt Platz für immer. Hä, woran sehe ich das jetzt? Woran sehe ich, wie viel ab bis zu 8? Das heißt, wir haben 16.
16. Das Gefühl gar nicht so viel, oder? Das sieht nicht so cool aus, denke ich. Hallo? Wie snappt der denn nicht? Ah. Mann, ich sehe hier auch nichts wegen den ganzen Bäumen. Hm. Die werden halt jeweils zu ihrem Hauptgebäude dann auf einer anderen Höhe. Das sieht halt auch komisch aus. Boah, I'm not sure. Wo will ich denn hier... Also ich meine... Ich könnte so ein Ding hier hinklatschen, ne? Dann passen hier nochmal 8 rein und dann kann man hier auch ein bisschen weiter expandieren. Ich glaube hier... Das sieht eigentlich... Ganz nice aus, actually. Und hier können wir dann später irgendwie auch noch einen Ausgang hinbauen. Wahrscheinlich ist jetzt gerade mit der Territorium das Ganze das ein bisschen dumm. Aber kann ich dann halt hinten raus machen. So, das heißt, hier haben wir erstmal unser Dormitorium für die Nonnen. Das wären Stand jetzt, lass mich nicht lügen, 24. Nonnen, die da reinpassen. 24 fürs erste ist fine, I guess. Dann wollen wir unsere Kapelle haben. Die sollte auch entsprechend groß sein. Und dann Skriptorium brauchen wir uns, glaube ich, gerade nicht allzu viel. Jetzt machen wir vor allem halt Klostergarten. Gucken wir. Wollen wir vielleicht unser Kloster hier so... Ich glaube, das wäre cool, wenn wir unser Kloster so ein bisschen bauen würden, dass das Richtung unser aktuellen Dorfzentrum halt so schaut. Das wäre, glaube ich, ganz nice. Ich gucke gerade, ob man da irgendwie hier was gut noch anschließen könnte, was halt funktionieren würde. Aber es sieht gerade nicht so wirklich danach aus. Als würde das funktionieren, wie ich mir das vorstelle. Das daran zu snappen. Aber ich würde es halt gerne irgendwie sinnvoll verbunden haben. Also einfach so random einen Turm hinstellen. I don't know. Es ginge. Aber ob ich das so feiern will. Machen wir mal kurz. Das ist ja jetzt noch nicht festgebaut. Wie wäre das denn als Möglichkeit? Oder? Okay, und dann halt hier quasi die Türme vorne dran. Was snappen die denn? Ich hätte gerne so da und da oder irgendwie. Und da wollen die nicht hin. Das sieht ja richtig wack aus, weil das ist ja höher als der Turm. Wobei ich gerade den Turm auch einfach höher mache. Das hier kann ich aber nicht niedriger. Oh. Oh, das passiert mir echt immer. Nein. Ich möchte das Ganze hier verschieben. Let's go. Alter, es ist so ein Struggle. Na, das kann ich nicht kleiner machen. Okay, schauen wir mal. Schauen wir mal. Nee, das funktioniert überhaupt nicht. Also das hier. Junge! Oh. Nee, warte, aber das ist ja dumm. Nein. Das war nicht mein Plan. Eigentlich wollte ich... Das hier jetzt da dran... Ach, Mann! Bin nur ich das oder ist es wirklich so schwer, diesem Spiel? So, und jetzt wollte ich nur das hier... wegmachen. There we go. So, dann den Turm kann ich trotzdem noch hier machen. Ja, es ist halt nicht dran gebaut, ne? Das sieht richtig komisch aus. Ich brauche halt irgendwie nochmal was, um das quasi so zu tun, als wäre es verbunden. I don't know. Ich kann eigentlich hier noch so eine Galerie reinklatschen. Oder will ich hier quasi so nochmal einen Turm haben, der das Ganze einigermaßen verbindet? Okay. I see a vision there. Ich find's gar nicht so schlecht. Ich find's gar nicht so schlecht, hier noch einen Turm zu haben. Weil erstens, wie gesagt, ich brauche das irgendwie hier verbunden. Und zweitens, irgendwie, es hat auch was so mit diesen... Türme. Und das ist halt so ein bisschen so ein eigenständiges Ding, so, weißt du? Das ist so mehr so, glaube ich, dann für die Leute selber und das ist dann so mehr für the public.